Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder beim Replay of the Week dabei seid. Und das Replay of the Week ist heute wirklich ein sehr, sehr spannendes, weil wir einen Panzer sehen, den wir so noch nicht gesehen haben. Wir haben das Objekt 252U zwar schon mal gesehen, aber hier in der Defender-Ausführung eben dann doch noch nicht. Daher ein neuer Panzer, der, glaube ich, rein optisch mir in dieser Lackierung wirklich deutlich besser gefällt, als er das in der Lackierung macht, die normalerweise halt die Russen für sich beanspruchen. Und dementsprechend Replay of the Week mit einem Panzer, den man so noch nicht gesehen hat. Ich glaube, das alleine lohnt schon mal für sich, aber nicht nur das, sondern wir sehen auch noch eine fantastische Runde von den Daten her. Die letzte Runde, die wir mit dem Panzer gesehen haben, war ja sehr passiv. Die hat den einen oder anderen dann nicht so getaugt. Dann dachte ich mir, ja, ich schaue mal noch nach einer weiteren Runde. Und so was ich hier sehe, die dürfte sich auch sehen lassen. Jetzt schauen wir mal, hier haben wir gleich einen Typ 61. Aber auf den kommt er noch nicht drauf. T-71 ebenfalls. Und der fährt jetzt nicht unten in die Stadt rein, sondern der bleibt hier in der Mitte. Wird jetzt auf den... Oh, was ein Schuss! Dass er den auch noch raufbekommt. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Ja, jetzt ist auch der T-71 raus. Aber ein Brennchen macht da immer vieles besser. Su trifft ihn, aber durchschlägt ihn nicht. Und so füllt sich dann schon der Damage Counter direkt. Und jetzt nochmal da den Blind Hit, aber. Oder den Blind Shot, aber eben kein Hit in dem Fall. Aber jetzt, wow, guter Treffer. So, der Tiger 1 sollte langsam mal merken, dass der da doch ein wenig viel einstecken muss. So, jetzt versteckt er sich da ein bisschen besser. Die Jungs und Mädels des Gegners auf der 1-2-Linie drücken da jetzt durch. Nur noch der EKV-90B, der da im Weg steckt. Und der LTTB, der hat irgendwie eine abnormale Ping-Krankheit. Aber klar, er ist tot und zerstört und dementsprechend hat er dafür ganz viel Zeit, da jetzt ungemein viel zu pingen. Muss er sich da ein bisschen umorientieren, fährt also jetzt mal wieder so ein bisschen zurück, vielleicht Richtung, Entschuldigung, da ist irgendwie was angegangen, was nicht angehen hätte sollen, Richtung VK AMX 50 120 und auch ein Skorpion ist da drüben. Mit 3 zu 8 liegen sie schon hinten, das ist natürlich schon sehr eindeutig. Oh, jetzt bekommt er auch dann Treffer vom CDC. Der durchschlägt auch da sofort. So, jetzt vielleicht nochmal ein Treffer auf den Type, aber nee, da kommt er nicht drauf. Und jetzt sind sie hier natürlich ganz schön eingekesselt langsam. Der Gegner hat hier ganz klar
die Map-Dominanz. Aber der Treffer war wichtig, denn der T-34 konnte dann mit dem nächsten Schuss direkt den dann wegmachen. Jetzt wollen sie den Emil 1 haben. Und jetzt will er natürlich den AMX 50 120, aber leider ein wenig schlecht gezielt. Und jetzt gibt auch hier der Gegner Gas. Jetzt hat der CDC da den T-34 rausgenommen. 5 zu 11. Wow, guter Treffer vom Type 4 schwer auf den CDC. Der war wichtig, um den von der Flanke erstmal wegzubekommen. Und jetzt probiert hier der Type 61 neben sich der Tiger 2. Also jetzt hat er da ein Problem. Beide durchschlagen ohne Probleme. Er bleibt jetzt hier auf den Type drauf. Clever gemacht, denn den kann er rausnehmen. Aber jetzt ist er leider im Bereich des One-Shots. Der Tiger wird ihn mit dem nächsten Durchschlag da einfach mal zerstören. Deswegen jetzt ein bisschen hier verstecken hinter dem Wrack. Aber Tiger kommt da eiskalt rum. Gott sei Dank kann er den dann im richtigen Augenblick ketten. Der Tiger kettet ihn ebenfalls. Und jetzt kommt auch noch eine ISO rum. Also langweilig wird es dem jetzt definitiv nicht. Jetzt kettet er den nochmal, zerstört ihn damit. Und jetzt aufpassen auf die ISO. Da kommt sie auch schon rum. ISO verschießt. Wichtig. Hat er schön gemacht, nochmal zurückgesetzt. Und jetzt bekommt die ISO da vom Type 4 schwer. Aber der war wirklich nicht hoch, der Treffer. So, jetzt haut die ISO ab. Die will jetzt da den Type 4 haben. Damit kann er natürlich erstmal seines Zeichens den dann da reinknallen. Sehr gut. Jetzt ist auch die zerstört. Der Type 4, auch wenn er eigentlich jetzt nicht unbedingt der geborene Sniper ist, aber wenigstens von hinten schießt er dann immer rüber, wenn es denn nötig ist. So, Su natürlich hat hier Probleme mit seiner Panzerung. Er wiederum nicht mit Su-Panzerung, also kann er auch da drauf. Vielleicht kriegt auch die Su die nächsten Treffer gleich vom Type 4 schwer rein. Und genauso ist es. Da legt er ihn praktisch vor. Und jetzt noch der Ferdinand seitlich. Ja, auch der Treffer jetzt läuft. 10 zu 12 bis dato. Also jetzt haben sie sich hier ganz gut aufgeteilt. Aber natürlich ist es hier fundamental wichtig, dass er hier in der Mitte steht. Denn er macht hier für sein Team das Game. Und auch die Sicht, die abnormal wichtig ist. So, und jetzt hier hat er ein paar Fracks, da kann er sich verstecken und schützen. Schöner Treffer auf den Ferdinand. So, jetzt wird auch der vom T-34 zerstört aus der Basis. Also jetzt hat der Gegner hier wirklich das Ganze aus der Hand gegeben durch diese Fahrweise. Jetzt kommt hier der T-34 rum, auch der prallt ab, aber auch er macht keinen Schaden. Jetzt braucht er wieder Unterstützung vom Type 4, der ja auch wirklich auch noch rappelvoll ist. Also das muss man sagen, vom Type 4 selber nicht gut gespielt, dass er da so hinten so passiv ist. So, und jetzt darf er definitiv nicht getroffen werden. Er muss hier hinter dem Wrack bleiben, weil mit dem nächsten Schuss und Treffer wird er da zerstört. Aber jetzt, oh gut, jetzt hat er wieder getroffen. Jetzt kann er den nächsten Treffer und damit auch die Zerstörung klar machen. Super gemacht. Und jetzt sind es nur noch zwei Gegner. Einmal ein Jagdpanther, der noch nicht mal gesehen worden ist. Und der AMX 50-120. Klar, der Jagdpanther kann da auf A1, A2 sein. Und jetzt kommt auch der AMX 50-120 daher. Auch der wird rausgenommen. Damit Kill Nummer 5. Wahnsinnig einfach, was hier passiert. Also das macht er phänomenal gut. Und nun nur noch ein Gegner. Aber ich muss sagen, da zeigt der Defender, dass er wirklich defenden kann. Wahnsinnige Einzelleistung von dem Magnesiummangel hier. Wirklich Chapeau, Hut ab dafür. So, jetzt will er eigentlich No Cap Please und auch der Type 4 schwer macht ihn da dem Gefallen. Natürlich ist es immer ein bisschen riskant, aber in dem Fall kann man es mal probieren. Sie sind noch zu dritt gegen einen 7er Jagdpanther. Da sollte im Regelfall eigentlich nichts anbrennen, besonders weil der Type 4 ja auch noch rappelvoll ist. So, und jetzt auch er fährt hier vor. Vielleicht will er auch noch was vom Jagdpantherkuchen abhaben.
unglaublich passives Spiel vom Jagdpanther, also dass er so gar nicht bisher gesehen worden ist und sich auch dann hier bei dem eigentlich schon Cap-Sieg nicht mal ansatzweise zum Verteidigen irgendwie vorgewagt hat. Schon sehr mau, was da der Spieler zeigt. Oder eben nicht. So, jetzt dürfte er hier gleich aufploppen. Doch, da ist er. Okay, und der Teil 4 schwer ist da ganz witzfrei und macht ihn weg. Also, eine super Runde. Für mich ein sehr verdientes Replay of the Week mit einem wirklich interessanten Premium-Panzer. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir gerne mal sagen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.